So Leute, normalerweise habe ich am Montag immer im Wechsel Opening und Deck. Das dreht sich diese Woche ein bisschen, weil wir haben Strixhaven Release Woche. Das Pre-Release Wochenende ist vorbei. Ich hoffe, ihr habt irgendwas in Richtung Pre-Release gemacht und irgendwie euch ein bisschen an diesem Set begnügt. Wie auch die letzten Male schon, würde ich gerne wieder mit ein paar anderen YouTubern das machen, was wir jetzt schon relativ oft gemacht haben, was ich auch sehr, sehr cool finde. Und zwar öffnen wir allesamt ein Pre-Release Kit und schauen, wer den meisten Value ausbekommen hat und wer das Ding gewonnen hat. Wir hatten das letzte Mal Tim Soat, glaube ich, der das Ding gewonnen hat. Der ist dieses Mal, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, auch dabei. Da habe ich Angst vor. Der Mann hat goldene Hände. Er hat damals auch schon gegen MTG mit Patrick das Ganze gemacht. MTG mit Patrick ist auch wieder dabei. MTG mit Patrick hat die Witherbloom, wohingegen Tim Soat, glaube ich, die Prismari hat. Ich habe natürlich Silverquill, also Silberkiel. Das ist meine Schule tatsächlich. Hammer. Beste Schule. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr hingeht, kommt zu uns. Wir sind die coolsten. Dann kommt noch dazu der gute Melnybone MTG. Der macht Quandrix. Und der liebe German Magic Stories mit Lorehold. Auch sehr, sehr cool. Mal was anderes bei ihm auf dem Channel. Und ja, schaut bei den anderen auf jeden Fall vorbei. Ich weiß noch nicht, wann die anderen hochladen. Ich bin relativ zügig und relativ früh. Ich werde trotzdem unten in den Kommentaren schon mal die Namen hinschreiben und wenn ich weiß, wie die Links sind, auch unten die Videos verlinken. Schaut da auf jeden Fall nochmal dran vorbei oder schaut bei den Jungs generell vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Und ihr könnt die abonnieren, dann seht ihr auch, wann bei denen das Pre-Release-Kit hochkommt. Und dann könnt ihr vergleichen, wer gewonnen hat. Ich habe dabei nie Glück. Aber gut, Silverquill, dieses einmal jetzt, wo das hier meine Schule ist, wo das einfach, ist auch das allererste Mal, dass ich irgendwas in Richtung Booster für Strixhaven auspacke. So, gucken wir uns das Ganze mal an. Ich muss sagen, was ich uncool finde, ist, dass sie immer noch diesen Plastik-Pre-Release-Kits haben. Ich fände es cooler, jetzt wo sie auch angefangen haben, die Commander-Decks und die anderen Decks, die Challenger-Decks und so weiter, plastikfreier zu halten, fände ich es cool, wenn sie hier auch eine Lösung hätten mit so einem Wrapper, wo man das dann aufmacht. Das ging ja ganz einfach, indem man hier einen Wrapper drum macht oder hier einen Wrapper drum macht. Wizards, wenn ihr das seht, das hätte ich gerne. Weniger Plastik. Hier ist genug Plastik drin durch die Booster. Ich weiß auch gar nicht, was für Booster da jetzt drin sind. Ob das jetzt Set-Booster sind oder Draft-Booster. Ich setze mich ja die ganze Zeit dafür ein, dass wir mehr Set-Booster bekommen. War diesmal auch sehr begeistert darüber, dass wir Set-Booster zum Pre-Release bekommen haben. Sind da jetzt auch welche drin? Weiß ich noch nicht. Wir haben den Würfel. Bitte, bitte sag mir, ja geil. Da ist das gute Silverquill-Symbol drauf. Hammerwürfel. Ich liebe es jetzt schon. Darf nicht gerne noch einen zweiten. Werde ich mir auch einen zweiten von besorgen. Silverquill. Beste. Was ich ganz cool fand, es gab für manche größeren Content Creator so ein Paket mit Schalen drin. Da gab es auch einen Silberquill-Schal. Ich bin super neidisch. Ich bin super neidisch. Also dieses Schulsystem hat mich das erste Mal seit langem wieder gehuckt. Ich war lang nicht mehr so hart gehuckt für irgendeine Art von Zugehörigkeit, muss ich sagen, bei Magic. Und ja, gucken wir uns doch direkt mal hier an, was wir haben. Wir haben Papier, wir haben ein Bild wieder. Nicht so schön wie das bei Kaltheim, aber doch recht hübsch hier oben mit Silverquill, Quandrix, mehr Silverquill, Lorehold. Warum sind hier zweimal Silverquill drauf? Weil Silverquill die coolsten sind. Ah, vermutlich ist es so, dass man, wenn man dann das Quandrix Pre-Release Kit hat, man dieses Symbol dann. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich richtig cool. So, was haben wir denn hier? Wir haben erstmal der Arena-Code und eine Promo. Finde ich ganz cool, dass sie die jetzt zusammengepackt haben, weil die Dinger, ja, sind ein bisschen ätzend, mehr Plastik. Gucken wir uns mal an, was wir haben. Kodit, der polternde Kodex. 3 Mana 1-4, das ist eine Kreatur. Oh mein Gott, ich dachte bis gerade, es wäre ein Artefakt. Also ein normales Artefakt. Legendäre Artefakt-Kreatur. Ganz im Ernst, dieses 2021 mit dem Stern. Ich finde das großartig, statt diese dumme Zahl hier zu haben, jetzt diesen 2021 hier mit dem Stern. Seht ihr das? Gut, gucken, dass ich das irgendwie reinkriege. Ja, da. Hammer! Geile Änderung, geile Idee. Hier sind eine Menge Änderungen drin. Und gucken wir uns mal an. Du kannst keine bleibenden Karten-Zaubersprüche wirken. What? 4 Mana erzeuge 5 Mana von jeder Mana-Farbe 1. Wenn du in diesem Zug deinen nächsten Zauberspruch wirkst, schicke so viele Karten oben von deiner Bibliothek ins Exil. Bist du ein Spontanzauber der nächsten Reihe mit niedrigem Mana-Betrag ins Exil schickst? Also Cascade, bin ich jetzt mal. Bis zum Ende des Zuges kannst du jene Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Lege den Rest in zufällige Reihenfolge unter deine Bibliothek. Ja, Cascade. Warum können sie nicht einfach Cascade draufschreiben? Mann! Ich finde das doof. Ich mag das nicht, dass sie immer Sachen umschreiben, wofür sie eigentlich Wörter haben. So, dann haben wir unser Silverquill Booster. Das machen wir auch direkt auf, weil Silverquill. Ha.
Ja, habt ihr irgendwie eine Lieblingsschule? Seid ihr da genauso gehuckt wie ich? Von den Schulen. Ich finde das Hammer. Und ja, ich muss sagen, nein, das ist gerade kaputt. Ich muss sagen, ich finde das großartig und freue mich darüber, dass man das nochmal geschafft hat, mich da zu hooken. Wie immer bei diesen Pre-Release-Kits, ich gehe nur die Rares und so weiter durch. Außer jetzt halt bei diesem Silver Quill Booster, weil das ist dann doch ein bisschen was Besonderes. Da gucke ich nochmal ein bisschen genauer drin. Ich werde jetzt nicht jede Karte durchgehen, wie ich das normalerweise dienstags und donnerstags bei Boostern mache. Ja, ich werde das fortführen. Aber ich kann hier halt mal so ein bisschen drüber gehen. Wir haben hier diese kaum getappten Spielländer mit Hellsicht 1. Ist ein ganz cooles Kamm-Cycle. Tappen für ein weißes oder schwarzes und für 4 Mana Hellsicht 1. Ähnlich wie die Tempel. Richtig coole Karte. Tintling-Beschwörung. Diese Tintlinge sind sozusagen diese kleinen Gimmick-Dinger. Davon hätte ich ganz gerne einfach ein Stofftier tatsächlich. Zutat, Studienpause, boshafte Bande. Allein diese Artworks. Oh mein Gott, großartig. Gespenst, Warnung der Professorin. Das ist bestimmt nicht Lilly. Nein, 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 nein. Bestimmt nicht. Retterin, Redner. Tilian, der Tintenduelland. 2x2/2 legendäre Kreatur mit Lifelink und Bedrohung. Und Zaubersprüche, die du wirkst, die Kreaturen als Ziel haben, kosten 2x weniger. Das ist ziemlich cool. Das ist wirklich cool. Den Redner habe ich vergessen. Der gibt Flugfähigkeit, Gedankenverzerrung, 2 Karten abwerfen. Und unsere Rare. Ist unser Rare. Okir, Sagenmagier. Okay. 4 Mana, 3/3, tappen, durchsuche deine Karte nach einer Karte, legen sie auf den Friedhof, mische nach dein Deck. Und mische danach, stimmt. Da steht einfach nur noch mische danach, sie haben es ja geändert. Falls es ein Spontanzauber der nächste Reihe war, lege einen +1/+1 Mark auf den. Gar nicht mal bad. Gar nicht mal bad. Da haben wir einen Tintling. Oh mein Gott, hier sind Tokens bei. Oh mein Gott, wir haben wieder diese Karten, ich muss die sammeln. Ich habe jetzt die 9/9, mal gucken, ob ich es irgendwie schaffe, die 1/9 bis 9/9 voll zu bekommen. Ich sammle die ja tatsächlich. Weil das ergibt so ein schönes Schulbild tatsächlich. Und das andere gab auch mal ein schönes Bild. Und ich mag diese Bilder tatsächlich. Und wir haben hier einen Schädling auf der Rückseite und einen 3/2 Geist. Das ist für die Lorehold und das ist für die Witherbloom. Und die Tintlinge sind einfach die coolsten Säuer der Welt. So, nehmen wir uns den nächsten Booster vor. Lang genug geschwafelt. Wir haben jetzt schon fast 10 Minuten drin. Ich öffne das erste normale Booster. Heilige, warum guckt ihr euch das Video an? Es tut mir leid. So. Gucken wir mal, wenn ich da irgendwas sehe, was ich cool finde, werde ich es noch kurz erwähnen, aber ansonsten gehen wir einfach durch bis zur Rare. Beherrschen der Unendlichkeit, okay. 3 grüne, 3 schwarze, 1 farblose Spontanzauber, tausche deine Hand und einen Friedhof, schicke das ins Exil. What? What? Ist das einzige Seth MacKinnon-Artwork, das habe ich auch nur mitbekommen, weil es auf Twitter stand. Aber sehr, sehr cool. Und wir haben, oh, wir haben einen Schock. Ein Mana fügt dem Ziel eurer Wahl 2 Schadenspunkte zu. Und eine Foil, Zweikampftrainerin. 4 Mana, 2/2. Wenn sie spielt, lege eine +1/+1 Marke auf eine Kreatur. 5 Mana tappen, lege eine +1/+1 Marke auf jede Kreatur, die du kontrollierst, die mindestens eine +1/+1 Marke hat. Die Qualität ist ein bisschen strange. Also die Kartenqualität ist ein bisschen. Wo werden die denn hergestellt? Sind die made in Belgium? Made in Belgium. Immerhin. Ich habe da ja so ein bisschen. Bisschen Angst vor Draft-Archetypen. Silverquill, Prismari, Blütenwelk, Kundhort, Quandrakes. Finde ich ganz cool, dass sie das hier mit reingebracht haben. Ja, ansonsten ein bisschen darauf achten, was wir so an Schwarz und Weiß haben. Ich finde diese Lernkarten ganz cool, diese Lektionkarten, wie sie in Deutsch heißen, aber prinzipiell ist nicht so meins. Siedefrostknoten. Okay, kommt getappt ins Spiel, wenn du nicht eine Insel- oder Gebirgekarte vorzeigst, tappen für ein blaues oder rotes. Und dann haben wir Urzas Zorn. Ach du Kacke. 3 Mana fügen wir 3 Schaden zu. Falls wir die Bonuskosten bezahlen, fügen wir jetzt stattdessen 10 Schaden an einer bleibenden Karte oder einem Spieler zu. Die 3 Schaden machen wir auch an einem Ziel unserer Wahl. Was? Okay. Und der Schaden kann nicht verhindert werden, wenn wir Bonuskosten bezahlen. Ansonsten haben wir, der kann nicht neutralisiert werden. Gut. Ist halt so. Die Booster lassen sich wunderschön öffnen. Wunderschön. Ein Bär! Da war ein Bär! Professorin der Zoomagie. 4 Mana, 4/3. Oh mein Gott, ein Bär. Blase, Mysterium. Plagradadar, Dekan des Chaos. 2x2/2 Ork-Schamane. Für Tappen wirfen wir eine Karte ab, ziehen eine Karte, 5 Mana tappen und wir decken unsere
obersten Karten unseres Decks auf, bis wir eine Mana-Kosten mit Mana-Betrag, Entschuldigung, Mana-Betrag, Mana-Value, es tut mir leid. Von 3 oder weniger, die kein Land ist, aufdeckt. Hm? Und eine nicht legendäre Karte sogar. Und wir können die Karte wirken und die Mana-Kosten bezahlen und der Rest wird oder. Also im Endeffekt ist das auch 5 Mana-Tappen für Kaskade 3 durch. Und auf der anderen Seite haben wir Augusta, Dekanin der Ordnung. 3 Mana, 1, 3, andere getappte Kreaturen kriegen plus 1, plus 0, andere ungetappte Kreaturen plus 0, plus 1. Immer wenn du angreifst, enttappe alle Kreaturen, die du kontrollierst und tappe dann eine beliebige Anzahl an Kreaturen, die du kontrollierst. Das ist ganz, ganz cool. So, und unsere Day of Judgment. Tag der Abrechnung. 2 weiße, 2 farblose, zerstöre alle Kreaturen. Als Mythic. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Ich mag diese Art-Karten am Ende. Also Art-Karten. Diese, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie sie heißen. Wie heißen die Dinger denn? Steht das nicht hier drauf? Mystisches Archiv, Mystical Archive-Karten. Ich finde die super, super cool. Die werden natürlich auch ein bisschen in das ganze System eingebunden, was den Value hiervon angeht. Was sehr, sehr cool ist und sehr, sehr strange. Kampftrainingsplan. 3 Mana Verzauberung. Immer wenn ihr ins Spiel kommt, lerne eine Lektion. Okay. Und immer wenn du angreifst, lege einen +1/+1 Mark auf eine angreifende Kreatur und enttappe sie. Das ist gar nicht mal so kacke. Das ist auch echt nicht bad. Gerade wenn man mit dem Lernen noch ein bisschen im Commander was machen kann. Das ist cool. Dann haben wir Optionen. Ein blaues Mana, Hellsicht 1, ziehe eine Karte. Ja, es kann nie genug Opts geben. Und durchbrechen. Unsere Foil. Ein grünes Mana. Eine Kreatur deiner Wahl verursacht Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Ziehe eine Karte. Und wir haben die 4 von 9. Jawoll. 2 Stück haben wir schon. Und das letzte Booster. Danach kommt eine Aufstellung vom Value. Und ja, der Reminder bitte, schaut euch die anderen Videos an, schaut euch die anderen Content Creator an. Die Links zu den Channels sind unten in den sind unten in der Beschreibung. Und wenn das nicht zum Channel führt, führt es zu dem Video, wo es eben um dieses Pre-Release-Pack geht. So lange führt es halt zum Channel. Gucken, wie lange, hier haben wir noch das Rot-Weiße, wie lange das so ist. So, was? Warum ist das jetzt schon hier? Was? Maskottchenschau, 7 Mana Mythic-Lektion. Erzeuge einen 2-1 schwarzen Tintling, einen mit Flugfähigkeit, einen 3-2 rot-weißen Geist und einen 4-4 blau-roten Elementar. Okay. Oh mein Gott! Da ist die Lektion ist immer an derselben Stelle in dem Booster, das wusste ich gar nicht anscheinend. Anscheinend zumindest. Und ja, die kann eben auch Mythic sein. Wow, okay. Okay. Dramatisches Finale. Passt zum letzten Booster des Silverquills. Hammer. 4-mal Hybrid Schwarz-Weiß. Verzauberung. Kreaturenspielsteine, die du kontrollierst, kriegen +1/+1. Was cool ist. Und immer wenn du einen anderen oder mehr Nichtstein, wenn eine oder mehr Nicht-Spielstein-Kreaturen, die du kontrollierst, sterben, erzeugen wir einen Tintling. Flugfähigkeit. Diese Fähigkeit kann nur einmal pro Zug ausgelöst werden. Ist egal, das ist der Hammer. Wir haben richtig coolen Stuff. Und wir haben schmerzvolle Reue. 2 Mana, ein Spieler deiner Wahl zeigt die Karten von seiner Hand offen vor. Du bestimmst entweder davon eine Nichtlandkarte oder eine Karte aus seinem Friedhof und er schickt diese Karte in den Exil, du verlierst Lebenspunkt. Und wir haben die 5 von 9 des Zentrum. Sehr cool, jetzt kommt nochmal eine Aufstellung von dem, was wir alles gezogen haben. So, wir haben dieses unbezahlbare Silverquill-Ding und wir haben sehr cool von den Archives auf jeden Fall Playables bekommen. 3 Standardkarten. Day of Judgment ist halt immer wieder gut gesehen. Ursas Zorn ist so ein bisschen der Zong. Ja, und das sind unsere Rares. 4, 6. Da fehlt sogar eine. Da fehlt noch die 7. Rare. Also die Mythic Rare hier. Maskottchenschau. Darf man ja auch nicht vergessen. Das ist der Preis davon. Das ist das, was ich zu bieten habe an Value. Und mal sehen, was die anderen an Value haben. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Brexit. Ciao, ciao.